Es gibt schon wieder ein neues Spargelrezept. Und zwar habe ich mir überlegt, dass die Kartoffeln man doch auch in Form von Gnocchi mal verwenden könnte. Und als ich über die Soße nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, Sahne und Gorgonzola. Passt ja zu Gnocchi, also passt es wahrscheinlich auch zu Spargel. Und dann haben wir noch so vielen schönen Salbei im Garten, den ich auch immer wieder gerne verwende. Und der passt eigentlich auch zu Sahne und Gorgonzola. Und so habe ich das alles vermischt. Und ich bin echt begeistert gewesen, wie toll das alles harmoniert. Einfach genial. Und ganz schnell zu machen. Super schnell. Dazu brauche ich Spargel, Gorgonzola Pikante, fertige Gnocchi, Salbei und süße Sahne. Der Spargel wird wie immer gewaschen, geschält, in schräge Stücke geschnitten und die Spitzen extra. Dann nehme ich meine wunderbare Sauteuse und zerlasse etwas Butter daran und dann kommen erstmal die Spargelstücke hinein und werden so ein bisschen angeschmort. Ich gebe dann gerne immer noch mal so eine kleine Kelle Spargelbrühe hinein. Dann brennt auch garantiert nichts an. Dann schmore ich erstmal eine Weile mit Deckel drauf. In der Zwischenzeit nehme ich die kleine Sauteuse und tue die süße Sahne rein und erwärme die schon mal ein bisschen eingekocht wird die. Und dann kommen die Gorgonzola-Würfel dazu. Das wird alles ordentlich verrührt, dass der Gorgonzola schön schmilzt und eine so eine dickliche Soße entsteht. Dann brate ich die Salbeiblättchen in Olivenöl. Die kommen nämlich oben drauf als Dekoration und so ein bisschen crispy. Jetzt habe ich alle Platten auf dem Herd belegt. Hinten links ist schon das Wasser für die Gnocchi. Die Salbeiblättchen tropfe ich ab auf dem Küchenkrepp und die Gnocchi werden gekocht. Das geht ja super schnell. Wenn sie nach oben steigen, sind sie fertig. In der Zwischenzeit sind auch die Spitzen in dem Topf mitgekocht und dann kommen die Gnocchi dazu. Das wird jetzt schön umgerührt. Ist ein ganz bisschen Flüssigkeit unten drin. Das ist auch gut so. Und dann kommt die Gorgonzola-Sahnesoße oben drauf. Das kann man eigentlich alles ganz gut vorbereiten. Jetzt schön mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und wenn man es gerne mag, auch einen frischen Salbei da reinschneiden. Das schmeckt sehr gut, wenn er jetzt im Frühling noch so zart ist. Und in 0, nix kann man anrichten. Das Ganze ist ungefähr für 3 Personen, ist eigentlich auch ziemlich üppig und hier kommen noch die kleinen frittierten Salbeiblättchen obendrauf. Ein ganz köstliches Gericht.